Alter, was geht ab, Leute, Junge? Latina, zeig mir jetzt Venezuelan Food. Cachapa ist so, ich muss sagen, das ist so Maisteig mit so Zeug drin. Was kann man eigentlich sagen? Is it traditional? Okay. Junge, wahrscheinlich auch für diese Bananen. Diese Kochbananen, ja. Mal schauen, mal schauen. Ich muss sagen, der Platz hier ist schön, Leute. Der ist echt chillig. Einmal ein Blick hier drüber. Das ist irgendein geheimer Backstage-Bereich, Leute. Oh. Wir müssen nochmal warten. Nein, nein, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Wir haben es nochmal gemacht. Okay, Bohnen kommt danach. Ah, okay. Ah, das ist zweimal Hühnchen, zweimal Käse. Ah, okay. Ja, es frittiert, frittiert ist immer geil. Hast du Käse oder Hähnchen? Hähnchen. Der Hähnchen hat echt nicht so viel gespannt. Ja. Aber Käse ist auch jetzt. Aber doch, für Käse ist glaube ich ein bisschen besser. Das Teil rettet alles. Wieso ist das echt geil? Ja? Käse soll krass sein, Leute. Ihr wisst, ihr könnt nicht zu viel Käse essen. Das ist behutsam. Es gibt noch einen, Leute, mit Bohnen. Schmeckt wie Chili. Chili in der Tasche. Schmeckt wie lappige Pommes. Ich Dein Spaß, oder? So with that.
kannst auch Soße drauf machen, ne? Soße ist nice. Alter, dieser Käse. Das ist unglaublich. Doppelkaps, man. Das hat Bohnen und Reis. Und Bananen, Kartoffeln. Triple Cups. Kleiner kulinarischer Einblick, Essen aus Venezuela. Das war sogar noch vor dem Foodtruck Food Festival, wobei da haben wir Venezuela nicht probiert. Ja, viel Reis, Bohnen, Fleisch, was mir nicht so taugt, weil es ist meistens Pulled. Aber an sich lecker, viel Käse. Käse, Mann, ja, kann man machen. Ich bin noch kein Fan von lateinamerikanischem Essen, aber ich bin offen. Falls ich da was Gutes finde, zeige ich es euch. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zeugkanal der Mine. Digga, da hat mir sogar gestern einer geschrieben, wann kommt mal da wieder ein Video. Den schaut sich tatsächlich Leute an. Serious Business und ciao.